So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich rufe nunmehr auf den Tagesordnungspunkt 17. Dazu begrüße ich Herrn Bernd Wollesen auf der Tribüne. Wahl der Vizepräsidenten bzw. des Vizepräsidenten des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein. Wahlvorschlag der Landesregierung, Drucksache 18-4861. Meine Damen und Herren, es ist dazu keine Aussprache vorgesehen. Aber der Abgeordnete Dr. Breyer hat für die Piratenfraktion darum gebeten, eine persönliche Erklärung abzugeben. Ich würde Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht dürfte ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Ich würde Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, insbesondere Sie, sehr geehrter Herr Dr. Breyer, sehr inständig darum bitten, zu überlegen, ob Sie tatsächlich diese persönliche Erklärung, die Sie schon im weiten Vorfeld von dem Aufrufen dieses Tagesordnungspunkts per Presseerklärung abgegeben haben, tatsächlich hier in diesem Haus nochmal wiederholen wollen, oder ob Sie die Gelegenheit nutzen wollen, in Ihrer persönlichen Erklärung sich in förmlicher Weise dafür zu entschuldigen, was in dieser Pressemitteilung steht. Sie haben dazu die Chance. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gilt das gesprochene Wort und das gilt auch für die Begründung des Abstimmungsverhaltens meiner Fraktion zu diesem Punkt. Meine Fraktion stimmt gegen die Wahl von Herrn Wollesen, weil wir nicht überzeugt sind, dass er für diese Position am besten qualifiziert ist oder dass man auch nur versucht hat, die Person mit der besten Qualifikation zu finden. Der Landesrechnungshof soll die Haushaltsführung der Landesregierung kontrollieren. Er ist ein wichtiges Kontrollorgan der Politik. Und die Qualifikation und Unabhängigkeit seiner Mitglieder ist deswegen so wichtig, weil es darum geht, unser Steuergeld bestmöglich einzusetzen und es nicht zu verschwenden. Wir Piraten halten eine öffentliche Ausschreibung solcher Positionen für nötig, um den besten Interessenten überhaupt eine Chance zu geben, sich zu melden und ins Gespräch zu bringen. Aus meiner Sicht ist zum Beispiel für eine Führungsposition am Landesrechnungshof geeigneter, wer schon länger Mitglied dieser Institution gewesen ist. Nach einem Bericht der Kieler Nachrichten vom 23. September haben hier aber die Vorsitzenden von SPD und CDU ein Personalpaket geschnürt, was unter anderem vorsieht, ein FDP-Mitglied zum Abteilungsleiter im Landesrechnungshof zu wählen, dem Herr Dr. Stegner zuvor noch mangelnde Kompetenz vorgeworfen hatte, Herrn Wollesen als langjähriges SPD-Mitglied und persönlichen Freund von Herrn Dr. Stegner aus dem Finanzministerium direkt an die Spitze des Landesrechnungshofs zum Vizepräsidenten zu wählen. Und die CDU soll den Vorschlag des nächsten Präsidenten zum Landesverfassungsgericht unterbreiten dürfen. Wir wollen nicht sagen, dass Herr Wollesen ungeeignet wäre für dieses Amt. Wohl aber stellen wir in Frage, dass hier die fachlich beste Person ohne Rücksicht auf Parteienproporz ausgewählt worden ist. Die höchsten Ämter in unserem Land auf diese Art und Weise untereinander aufzuteilen, das lehnen wir Piraten ab. Und ich sage auch noch eins im Hinblick auf die vorangegangene Debatte. So gewinnen wir keine Bürger zurück, die das Vertrauen in die Politik verloren haben und vielleicht zu Rechtspopulisten abgewandert sind. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, erste Bemerkung. Eine Erklärung zur Abstimmung ist mit einer Dauer von 3 Minuten in unserer Geschäftsordnung vorgesehen. Ich halte dieses hier für keine Erklärung, die ausschließlich zur Abstimmung erfolgt ist, sondern für eine Bewertung der Person, um die es geht. Und ich beziehe ein, das, was im Vorfeld
des Ausrufens dieses Tagesordnungspunktes auch schriftlich von Ihnen mitgeteilt worden ist. Ich erteile Ihnen dafür einen Ordnungsruf, Herr Abgeordneter Dr. Breyer. Ich finde dieses Verhalten diesem Hause in höchstem Maße gegenüber unwürdig und vor allen Dingen auch der Person. Sie beschädigen hier Persönlichkeitsrechte. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass Sie die Chance nicht genutzt haben, sich hier öffentlich zu entschuldigen. Eine Aussprache ist weiterhin nicht vorgesehen, auch geschäftsordnungsmäßig nicht, meine Damen und Herren. Wenn das notwendig ist, ist das natürlich möglich, Herr Abgeordneter Kubicki, aber ich würde mal sagen, wir haben, glaube ich, deutlich gemacht, wie wir das jetzt alle gemeinsam hier jedenfalls überwiegend beurteilen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich lasse nun über den Wahlvorschlag abstimmen und schlage Ihnen hierfür eine offene Abstimmung vor. Gibt es dazu Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Ich weise noch darauf hin, dass für die Wahl die Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Hauses erforderlich ist. Wer dem Wahlvorschlag Drucksache 18-4861 seine Zustimmung geben will, den bitte ich um sein Handzeichen. Danke. Gegenprobe. Das sind die Abgeordneten der Fraktion der Piraten bis auf den Abgeordneten Torge Schmidt. Ja, ich frage jetzt Herr Abgeordneter Schmidt nach den Enthaltungen. Das ist der Abgeordnete Torge Schmidt. Dann haben insgesamt mit Ja gestimmt 62 Abgeordnete, eine Enthaltung und 5 Nein-Stimmen. Ich stelle fest, dass damit die erforderliche 2/3-Mehrheit für die Annahme erreicht ist. Damit ist der vorgeschlagene Vizepräsident gewählt. Ich wünsche Ihnen, Herr Wollesen, viel Erfolg bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben und da der Abgeordnete es nicht getan hat, entschuldige ich mich im Namen des Hauses bei Ihnen.